Es war ein etwas holpriger Start ins neue Börsenjahr. Die Euphorie von Ende 2023 scheint verflogen. Auf was sollten Investoren nun achten? Fragen dazu an Stefan Meyer. Er ist Geschäftsführer bei Apus Capital hier auf dem Fondskongress in Mannheim und am Stand von Hansa Invest. Schön, dass Sie da sind. Sie sind vor einem Jahr mit einem optimistischen Ausblick für 2023 gestartet. Ich erinnere mich an das Gespräch und Sie sollten Recht behalten. Wie sieht es jetzt konkret aus für Sie? Wie ist das Jahr gelaufen für Sie? Und vor allen Dingen auch, wie schätzen Sie dieses Börsenjahr ein? Wir sind im letzten Jahr mit sehr viel Optimismus gestartet, weil unsere Annahme war, dass der Zinserhöhungszyklus ein Ende finden wird, dass die Inflation nachhaltig zurückkommen wird, schrittweise. Und wir haben vor allen Dingen günstige Bewertungen bei sehr, sehr vielen Wachstumsunternehmen gesehen, sind hier neue Positionen eingegangen und das ist fürs letzte Jahr aufgegangen. Wir konnten das Ende mit knapp 17% Rendite und haben ein sehr gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr sind wir ähnlich optimistisch. Der Grund hierfür ist, wir sehen mehrere Zinssenkungen dieses Jahr kommen, was insgesamt gut für Aktien ist, aber wir sehen vor allen Dingen die Bewertung bei Nebenwerten historisch niedrig, ist extrem günstig bewertet, obwohl die strukturellen Wachstumsthemen, die Orderbücher, alles, was wir von Managements gerade gespiegelt bekommen, sehr, sehr gut aussehen. Und wir befinden uns teilweise in Europa auf Bewertungsniveaus, die hatten wir seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen. Von daher sind wir auch für dieses Jahr, besonders für die nächsten 24 Monate, sehr, sehr optimistisch und glauben, es sind aktuell gute Einstiegszeitpunkte. Sie investieren gerne in die Gewinner des Wandels. Auch das habe ich mir gemerkt. Doch das hat ja im vergangenen Jahr ganz offensichtlich gut funktioniert, weil die glorreichen Sieben und nicht nur die, sondern viele andere konnten ja auf dieser Innovationswelle, so würde ich mal sagen, ein Stück weit mitschwimmen. Welche Motivation steckt hinter dieser Investmentphilosophie? Unsere Investmentphilosophie fußt im Grunde darauf, dass die Gesellschaft und das wirtschaftliche Umfeld sich in permanentem Wandel befinden. Und dieser Wandel wird angetrieben von Megatrends und strukturellen Wachstumsthemen. Wir suchen nach innovativen Wachstumsunternehmen, die genau diese strukturellen Wachstumstreiber auslösen, tragen und vorantreiben. Die These dahinter ist, wir investieren früh in Unternehmen, die dann über dieses langfristige Wachstum und über diesen strukturellen Wandel ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erwirtschaften können, was mittelfristig zu einer Neubewertung führen sollte. In welche Sektoren investieren Sie jetzt genau? Da gibt es ja möglicherweise hier unter Änderungen. Und gibt es strukturelle Trends, die Sie besonders gern und häufig verfolgen? Wir konzentrieren uns sehr stark auf einen kleinen Teil des Marktes im Grunde, auf Technologie, Life Science, Healthcare, auf Industrie und Umwelt. Wir sind ein Team von Spezialisten und haben dort ein sehr breites und sehr tiefes Know-how, insbesondere bei den Nebenwerten in Europa. Aktuell sehen wir vielerlei sehr gute Wachstumstreiber und Trends. In der Technologie wäre das die Konnektivität, also die Digitalisierung insgesamt, aber die Konnektivität, das Sammeln von Daten also, Cloud Computing, das Speichern von Daten sozusagen, künstliche Intelligenz, das Verarbeiten dann von Daten und natürlich Cybersecurity, die Sicherheit von Daten. Das sind so die Treiber, die wir aktuell sehr stark sehen. Im Healthcare- und Life-Science-Bereich ist das sehr breit gefächert. Da sehen wir, das geht von Online-Apotheken bis hin zu robotergestützten Operationen. Wir haben personalisierte Medizin, ist ein sehr starker Trend. Oder aber zum Beispiel neue Anwendungen, auch technologische Anwendungen wie virtuelle Trainingsanwendungen für Chirurgen. Und in der Industrie ist das Robotik und Automation. Wir alle sehen das Reshoring, neue Investments in Europa, der Produktivitätsstandort wird hier ausgebaut. Da ist Automatisierung ein sehr starkes Thema. Und im Bereich Umwelt ist das für uns im Grunde die Elektrifizierung, Ladeinfrastruktur, aber auch zum Beispiel Software-Themen wie Steuerungssoftware für Smart Grids. Das ist eine ganze Menge in der Tat und das tun Sie ja auch schon ein paar Jahre, diesen Investmentansatz verfolgen in Ihrem Flaggschifffonds Apus Capital Revalue seit 2011. Wie hat der Investmentansatz seitdem funktioniert? Wir waren damit sehr erfolgreich, sind aber auch sehr diszipliniert damit. Wir investieren früh in diese Firmen. Unser Anlagehorizont ist sehr lang. Wir haben zum Teil Positionen seit über 10 Jahren in unserem Fonds, was sich sehr bezahlt gemacht hat. In den letzten 2 Jahren nochmal an unserer Risikosteuerung sehr stark gearbeitet, aber konnten mit diesem Ansatz über 12 Jahre eine Rendite von über 10% per annum erwirtschaften.
Abschließend noch ein Megatrend, ein Thema, das viele beschäftigt, nämlich künstliche Intelligenz. Wie sehen Sie das Thema generell und wie stark ist es bei Ihnen im Fonds gewichtet? Das Thema künstliche Intelligenz ist, man kann es schlichtweg so ausdrücken, künstliche Intelligenz ist die nächste technologische Revolution. Punkt. Die Anwendung und Nutzung von künstlicher Intelligenz wird ein zentrales Thema sein in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wir sehen natürlich einen gewissen Hype aktuell darum und hier muss man auch immer erstmal einordnen, um welchen Grad von künstlicher Intelligenz man sich hier dreht im Grunde. Es wird eine effektive Produktivitätssteigerung stattfinden und zwar in Grunde allen Bereichen, die wir kennen, was eine erhebliche Produktivitätssteigerung mit sich führt und zu neuen Anwendungen, zu neuen Produkten und auch zu neuen Geschäftsmodellen führen wird. Aktuell bilden wir das Thema sehr stark über den Halbleitersektor ab. Dem Halbleitersektor kommt unseres Erachtens nach eine Schlüsselrolle zu, eine Schlüsselfunktion. Für die Anwendung von künstlicher Intelligenz brauchen wir Rechenleistung und extrem leistungsstarke Chips. Das heißt, Halbleiterausrüster und Chiphersteller, besonders im Hochleistungsbereich, nehmen hier eine zentrale Rolle ein, weil ohne Chips und ohne Rechenleistung, ohne Rechenkapazität keine künstliche Intelligenz. Wir haben eine Menge gelernt über Innovation und Investieren in die Gewinner des Wandels, Herr Meyer. Herzlichen Dank für das Gespräch. Besten Dank.